Im Motorsport geht es um Geschwindigkeit. Da sind dann vor allem die Fahrer gefragt. Aber es geht auch um Technik. Denn wenn die nicht stimmt, dann kann es schnell gefährlich werden. Dafür ist dann ein Mann vor allem verantwortlich, der Nummer-1-Mechaniker des Teams. Ulf, du bist das für Marco Wittmann und dem Schaeffler BMW M4 DTM. Klingt nach einer Riesenverantwortung. Was heißt das denn genau in der Praxis? Ja, es ist tatsächlich eine Riesenverantwortung. Dessen bin ich mir auch immer bewusst auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich für die Sicherheit verantwortlich sind, dass die Sicherheitsmaßnahmen alle so vorhanden sind, wie wir brauchen. Aber auch für die allgemeine Technik, also dass wir die Performance abliefern können, dass wir im Prinzip die Sachen umsetzen können, die uns die Ingenieure geben. Und dass wir natürlich auch uns immer stetig verbessern, ja, und in nachvollziehbaren Schritten auch uns weiterentwickeln können. Ja, also grundsätzlich ist das meine Hauptverantwortung. Ich muss die Sachen kontrollieren mit meinen Jungs, die führen dann meine Sachen aus im Prinzip. Und ich gebe alle meine Sachen weiter an die Ingenieure und dann bilden wir ein großes Team und dann kommen wir, glaube ich, zum Erfolg. Also das ist so die Verantwortung, die ich habe. Und mein Hauptbestandteil ist halt darin, dass ich die Sachen, die ich auch getragen bekomme, auch wirklich so umsetzen kann. Ja. Im Moment gerade wird ja relativ viel noch geschraubt, die letzten Vorbereitungen werden gemacht. Jetzt könnte man ja meinen, dass so ein DTM-Auto, wird ja viel gefahren, muss natürlich extrem sicher sein bei diesen Geschwindigkeiten. Da kann ja nicht viel falsch sein, da kann ja nicht viel nicht in Schuss sein. Das klingt so, als hättet ihr gar nicht so viel zu tun am Wochenende, außer so ein paar Reifenwechsel. Ja, das ist eigentlich die Frage, die uns die meisten Leute stellen. Das sieht immer so easy peasy aus, immer nette Grid-Girls auf der Strecke und wir wechseln einmal die Reifen und war das fürs Wochenende. Tatsächlich legen wir die Grundsteine für so ein Wochenende eigentlich in den Wochen davor und bauen die Autos im Prinzip komplett auseinander nach jedem Rennen und wieder im Detail wirklich zusammen und gucken uns wirklich jedes Teil an, dass nichts beschädigt ist oder Auffälligkeiten aufweist. Und dann bauen wir die Autos zusammen und kommen hier aussortiert, sage ich mal, in die Rennstrecke und müssen dann auf die Sachen reagieren, die hier wirklich passieren können. Ja, also jedes Mal ist die Strecke wieder anders. Also ist auch komisch, die Leute denken immer, ja gut, hier waren wir schon 30 Mal und wir müssen ja wissen, wie man das Auto einstellt. Nee, das ist immer unterschiedlich. Immer Wetter unterschiedlich, Strecke unterschiedlich und so weiter. Ja. Und das ist die Hauptaufgabe von uns und darauf stellen wir die Autos immer wieder ein. Motorsport heißt also nicht nur Geschwindigkeit auf der Strecke, sondern auch in der Box. Da müsst ihr relativ schnell ran. Wie pflegeleicht ist denn jetzt hier bei uns die Green Machine, also der Schaeffler BMW M4 DTM? Ja, die Green Machine, also die heißt ja bei uns intern Cordula. Ein bisschen angelehnt an den Namen. Die ist am Anfang, also wo wir angefangen haben mit dem Projekt, mit dem Turbomotor, Ende letzten Jahres, da waren es schon sehr zickig, sage ich es einfach mal. Ansonsten kommt man jetzt in den Rhythmus rein, wo wir wirklich wissen, okay, da müssen wir uns ein bisschen mehr konzentrieren, da müssen wir genauer hinschauen. Die Cordula, wieso Cordula? Muss man noch kurz erklären. Cordula grün, ne? Deswegen, weil sie grün ist. Das mag der Marco nicht ganz so den Namen, aber wir finden es ganz lustig und ja, in der Formel 1 hat sich ja auch so eingebürgert, dass man ja dem Auto immer einen Namen gibt und das ist ein bisschen schöner. Also es geht auch immer sehr lustig zu, dann bleibt der Spaß nicht auf der Strecke bei euch in der Box, das ist auch gut. Du bist ja schon, obwohl man es dir jetzt echt nicht ansieht, du bist ja schon ein alter Hase im Motorsport. Das ist jetzt deine 14. Saison, das heißt, du bist doppelt so lange hier in der DTM dabei wie Marco Wittmann. Gibst du ihm da noch Tipps so irgendwie so, hey Marco, pass mal auf, oder ist das eher uncool, dass man sagt, nee, das klingt ja so großer Brudermäßig, das macht man nicht? Also ja, alter Hase. Unglaublich, ich bin schon tatsächlich 14 Jahre jetzt dabei. Also ich kann ihm jetzt keine fahrerischen Tipps geben oder sowas, natürlich nicht, aber ich glaube, ich gebe ihm die Ruhe und wenn er zu mir kommt, dann, er fragt mich jetzt nicht direkt Fragen, aber ich kann ihm auch mal sagen, ach, da war immer was in der Vergangenheit und so. Das sagen die Ingenieure ihm natürlich auch. Aber gerade auch auf der Grid, ich bin ja der letzte Mann, der dann auf der Grid die Tür zumacht und noch Glück wünscht und so, und dann sage ich, ja, ein bisschen ruhig. Ich glaube, ich gebe ihm das Vertrauen, dass er ein bisschen ruhiger ist und so und ich glaube, davon zieht er auch ein bisschen Kraft auf jeden Fall. Marco ist ja gelernter Karosseriebauer. Ist das jetzt ein Vorteil, wenn der Fahrer sozusagen eine Art Kollege ist oder ist es eher ein Nachteil, weil er ganz genau auch weiß, wo er hingucken muss und wie die Hase läuft? Also ich glaube, grundsätzlich ist so eine Ausbildung, die er gemacht hat, von Vorteil für jeden Rennfahrer, damit man weiß, worum es überhaupt geht beim Fahrzeug. Ja, da kann er auch unsere Arbeit ein bisschen mehr einschätzen und weiß auch, was wir machen. Und er weiß, kann es auch besser umsetzen, also glaube ich, von seinem Gefühl her, was die Ingenieure ihm sagen. Weil das von der physikalischen Seite auch besser verstanden wird, glaube ich. Wenn man jetzt mal hier in die Box reinschaut, da sieht es für jemanden, der keine Ahnung hat, so ein bisschen unchoreografiert aus, weil es ein bisschen gewusel ist an jeder Stelle. Wenn du mal kurz erklärst, was macht ihr jetzt so gerade kurz vorm Rennen? Was passiert da hinten in der Box? Also im Moment bereiten wir das Auto quasi vor fürs Qualifying erstmal. Das heißt, ich schaue noch mal alle Teile durch, alle Sachen, die quasi von gestern vom freien Training kaputt gegangen sein könnten. Wechseln noch ein paar Einzelteile und dann bereiten wir das Auto mit Setup, also noch Fahrwerkseinstellung vor, auf, wirklich auf den letzten Schliff mit der Analyse der Daten von gestern und dann
geht es eigentlich los, wird noch getankt, kommen die neuen Reifen drauf und dann geht es eigentlich auch schon los. Also sieht immer so ein bisschen wild aus, aber im Endeffekt für uns ist es schon choreografiert tatsächlich. Du hast dich ja entschieden, hierher an die Rennstrecke zu gehen und nicht einfach in eine, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, eine normale Werkstatt. Ist das sowas wie Champions League im Fußball, wenn man hier dabei ist, oder ist es halt einfach nur eine andere Art von Mechanikerjob? Also es ist definitiv eine andere Art von Mechanikerjob. Und ich glaube, es ist für jeden, der sich für Autos interessiert und der, sag ich mal, in der normalen Werkstatt arbeitet, auf jeden Fall, glaube ich, ein Traumjob. Das hört man immer wieder. Hat natürlich auch seine Schattenseiten. Man verbringt viel Zeit an der Rennstrecke, Wochenende, wo andere Leute frei haben, stehen wir hier in der Box und machen unseren Job. Aber es wird auch belohnt. Also wir haben einen tollen Teamzusammenhalt und so. Und das ist ja wie eine große Familie bei uns. Und das macht eigentlich den wirklichen Reiz aus. Ja. Und dann immer natürlich die Zusammenarbeit mit der Technik, die wir hier in den Fahrzeugen haben, das sieht man halt nicht alle Tage. Und das ist auch der Grund, warum ich das so mache, weil ich die Entwicklung und die Innovation, die man immer daraus zieht aus den neuen Komponenten, gerade jetzt auch mit dem Turbomotor, das ist für mich was ganz Neues dieses Jahr gewesen. Das finde ich schon tatsächlich wirklich richtig cool und das ist meine Motivation. Ist ein gutes Stichwort. Du sagst gerade, die Technik ist hier so besonders. Das sieht man von außen natürlich überhaupt nicht, aber da steckt natürlich wirklich innovative Technologie drin. Du hast gerade gesagt, die Saison gibt es neue Motoren zum Beispiel. Das ist das Offensichtlichste von allem. Das hört man auch hier. Jetzt bist du seit 14 Jahren dabei. Das heißt, deine Ausbildung liegt noch mal ein Stückchen weiter hinten dran. Wie viel hast du denn neu lernen müssen und dich weiterentwickeln müssen? Ist das so ein Job, wo man ständig, weil es so ein Pioniergebiet ist, auch Motorsport sich weiterentwickeln muss und da ein bisschen mehr Zug drauf hat als normal? Auf jeden Fall. Die Arbeit, die wir machen, hat wirklich fast gar nichts mehr mit meinem normalen Mechaniker-Dasein damals zu tun. Ich habe auch dann, nachdem ich, glaube ich, 7 Jahre in der DTM schon gearbeitet habe, mal noch einen Techniker gemacht. Dann war ich tatsächlich noch mal die Schulbank drücken, 2 Jahre lang. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir immer auf die jeweiligen Gegebenheiten, also jedes Jahr gibt es neue Teile und darauf müssen wir wieder neu lernen. Also dass wir wirklich das verstehen lernen, wie das alles im Zusammenspiel funktioniert, um dann auch das beste Ergebnis zu erzielen im Prinzip. Also ist ein stetiger Lernprozess bei uns hier, ja? Und Weiterentwicklungsprozess in allen Ecken und Enden auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, du bist der Letzte, der die Türe zumacht, bevor der Marco dann wirklich losfährt, bevor es ans Eingemachte geht. Ihr seid aber auch so ziemlich die Ersten, die, wenn es dann geklappt hat mit dem Sieg, sozusagen in die Arme schließen kann, mit euch feiern kann. Das heißt, ihr habt so ein bisschen diesen, ja, soll man sagen, hinter den Kulissen-Moment. Wie beim Fußball will man immer wissen, was passiert da in der Kabine eigentlich. Jetzt lass mal ein bisschen was raus. Was passiert hier in der Box, wenn dann so ein Sieg ist, wenn so eine Niederlage ist? Wie wird da reagiert? Also ist natürlich, wie glaube ich, in jeder Sportart sehr emotional, das Ganze. Also man leidet mit den Fahrern, auch unsere anderen Fahrzeuge, die wir im Team haben. Aber man freut sich natürlich auch zusammen, wenn es dann mal, wie wir 2014 und 2016 die Meisterschaft geholt haben. Das war natürlich ein riesen Ding für uns. Und die Anfangsjahre waren bei uns nicht ganz so gut, deswegen war das umso größer. Und das ist wirklich tatsächlich, da fließt dann schon mal ein Tränchen und wir freuen uns alle zusammen und trinken natürlich 1-2 Bierchen mehr zusammen. Aber es gibt halt natürlich auch Schatten, wenn es mal gar nicht läuft, dann muss man sich trotzdem motivieren und weiter kämpfen. Also das ist tatsächlich ein Teamsport, obwohl es nur ein Fahrer hinter dem Lenkrad sind. Ja, so ist es. Guter Punkt. Es gibt nur einen Platz hinter dem Lenkrad, aber es gibt viele Plätze hier im Team. Wenn der Marco durch die Gegend läuft und sagt, hier, Jungs, ich bin Rennfahrer in der DTM, dann klingt das vor allem auch bei Jüngeren natürlich extremst cool. Jetzt ist aber euer Job, wenn ich das so anschaue, auch wirklich eine spannende und große Herausforderung, um da jetzt mal ein bisschen Werbung dafür zu machen, wenn sich jetzt jemand interessiert. Was muss man denn mitbringen, um in so einem Mechanikerteam mitzuarbeiten und dann vor allem, um deinen Job mal zu kriegen, falls dann mal 14 Saisons später du keine Lust mehr hast? Also man muss auf jeden Fall sehr interessiert sein an dem Job, ein bisschen technikaffin sein auf jeden Fall auch, handwerklich begabt auf jeden Fall. Aber wichtig ist halt, dass man sich wirklich dafür so ein bisschen hingibt. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also für jeden, der das machen möchte, sollte sich bei uns melden. Ich glaube, da werden sich ein paar melden. Das sieht auf jeden Fall auch sehr lustig aus bei euch. Ich sehe nur lustige und lachende Gesichter, obwohl es so früh am Morgen ist. Also die Stimmung passt auf jeden Fall. Wir gucken noch ganz zum Schluss immer mit unseren Talkgästen einmal in die Zukunft. Denn wir wollen wissen, wie sieht denn die Innovation, die Mobilität von morgen aus? Wie sieht für dich die Mobilität von morgen aus, Ulf? Ja, also das ist natürlich, schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Also ich hoffe natürlich, dass es weiterhin mit dem Motorsport so weitergeht, wie er jetzt ist. Ungefähr, also sagen wir mal, mit welchen Brennstoffen auch immer. Ich sehe es natürlich auch so realistisch, dass man in der Zukunft natürlich mehr auf E-Mobilität setzen muss und wahrscheinlich in den Städten auf jeden Fall dies umsetzen muss. Aber ich hoffe trotzdem, dass irgendwie die Ressourcen so ausreichen, dass wir immer noch weiter mit dem normalen Motorsport fortfahren können. Mal schauen, wir lassen uns überraschen, irgendwie mal.
Wir lassen uns auch heute überraschen, wie das Ergebnis ausgeht. Ich drücke die Daumen, sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg gleich. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie wieder dabei sind bei unserem nächsten Schaeffler DTM Talk. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles Gute.